So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Kein Besuch, okay. Ah, fast fertig. Wir brauchen noch ein paar. So. Alter, wie viel Materialien wir verlieren bei diesem Leveling. Das ist ja schlimm, ey. Bei diesen 180 Eisen, die wir jetzt verbrauchen, werden gerade bei 45 übrig bleiben. Das ist schon echt heftig. Das ist schon. Weiß ich denn nicht, ob das gut ist. So, rank up. Und schon sind aus 180 45 geworden. Was ein Trauerspiel, ey. Heilige Scheiße, Maria Josef. Das ist echt ein bisschen deprimierend. So, was machen wir als nächstes? Als nächstes gibt's Kupfer. Da haben wir noch nicht so viel. Okay. Da brauchen wir definitiv mehr. So, das heißt, wir spezialisieren uns jetzt auf Kupfer. Essen haben wir. Werkzeuge haben wir. Dann let's go. Kupfer, ich komme. Oh. Nein. Okay, so tief geht es da gar nicht runter. Aber ich will trotzdem nicht direkt da runter, sondern ich gehe mal lieber hier so ein bisschen dran nebenbei. Oh, sie ist aber sogar direkt Mete gefunden. So, haben wir das gute Kupfer. Ich nehme auch mal das Gold mit, weil ich irgendwie das Gefühl habe, geht es bestimmt auch im Goldzeitalter. Doch, Mete übersehen. Holy shit. Gut, mehr Mete gibt es nicht. Obwohl irgendwann auch dieses Lapis Lazuli, wahrscheinlich alles, ne? Oh, zwei mehrere gleich. Oh, sogar ganz viele gleich. Death of Bad.
Oh, hier geht's aber sehr steil bergab. Aber. Immer diese Zahlen, die aufblitzt, diese grünen und roten Zahlen. Oh! Das ist die erste Megahöhle. Ja. Okay, hier gehen wir mal mit Bedacht vor. Das heißt, hier Homepunkt setzen, dann erstmal nach Hause gehen, alles ablegen, was uns hoch und heilig ist, also alles. Oh, alter, Diamant und Meter haben wir mittlerweile auch ein bisschen, ne? Sehr schön. Nee, hier. So. Aber weißt du was? Da. Okay. Und jetzt geht's ins Eingemachte. Home. Oh, guck mal, hier sind, da sind Steinstrukturen. Ich glaube, da war schon mal jemand. Egal. Interessiert uns nicht weiter. Wir müssen nur erstmal runter. So. Home. Ich glaube, es geht noch weiter runter, ne? Ja, hier ist nur zum Vorsprung. Oh ja, da geht noch weiter runter. Ach, hier ist Wasser. Ja, verdammt. Man sieht ja auch so wenig. So. Ich versuche mal da vorne zu dem hellen Punkt hinzukommen. Ungefähr hier. So. Da war doch schon mal eine Basis. Wir versuchen wir erstmal die Höhle so ein bisschen auszuleuchten. So, hängt man wieder dezent hinterher. Schwarzes Wasser, was ist denn das für ein Zeug, sag mal? Oh, gibt's ein bisschen Schwammmeter. Das sieht aus wie so ein Nachthimmel, Alter. Das sieht so geil aus. Gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal etwas schwächeres Equipment mit. Sowas hier zum Beispiel. Denn dadurch, dass wir hier relativ schlecht sehen können, kann es auch so durchaus sein, dass ich hier relativ schnell Monster überraschen kann. Und dementsprechend möchte ich nicht hier irgendwelches Highgear mit Zeug mitnehmen. Apropos, siehst du, wie sieht eigentlich aus mit der Rüstung? Ah, die behalten wir an. Okay. Weil sie also jetzt gerade ein paar Mal gerade schon umsonst abgenutzt. Das ist natürlich nicht so geil. Na gut, was soll's. Ist ja bloß Eisen. Wenn sonst nichts ist.
Ist auch Wasser. Ich dachte, diese komischen Dinger, die hier runterkommen, sind irgendwelche Strukturen, die irgendwelche Spieler gebaut haben. Aber erstens wäre es halt unlogisch, weil die ist halt nichts beleuchtet mit Fackeln oder sowas. Und wenn die schon Spieler gewesen wären, dann wären die auch hier, dann wären hier auch ein paar Fackeln wahrscheinlich verteilt gewesen. Und zum anderen vor allen Dingen, was sollte ich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Auf jeden Fall hat sie noch einen anderen Grund gehabt. Weswegen es unwahrscheinlich ist, dass ein Monster, dass hier Spieler waren. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe jetzt doch gar kein Essen dabei, ne? Okay, also Mese finden wir hier schon mal relativ gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Erstmal schön auf die Mese draufgepackt. Hinten. Haha. Obwohl ist halt ohne Essen können wir uns auch gar nicht regenerieren, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach Hause und tun mal was zu essen. Denn ohne Regeneration ist es echt ganz schön leichtsinnig. Würde ich mal sagen. So. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir haben schon wieder 0 XP, ey. Wie viel braucht man jetzt eigentlich? Oh, wieder 20, ne? Ja. 20 Kupferblöcke. Boah, Alter, das wird halt... Brauchen wir noch mehr als das Doppelte? Also, wir brauchen doch mal mindestens genauso viel. So. Nehmen wir einfach nur recht aus. Ich weiß halt jetzt leider nicht, wie effizient es ist, jetzt hier abzulaufen. Denn hier immer so einzelne Blöcke mitzunehmen. Ich glaube mal, da wäre es fast wirklich sinnvoller, wenn wir es einfach weiter nach unten buddeln, ne? Andererseits kann man hier wenigstens so ein bisschen mehr sehen. Ist also jetzt für Let's Play natürlich so angenehmer, als einfach nur die Zeit straight nach unten zu buddeln. Und jetzt halt, wir werden halt so ewig brauchen, bis wir hier nochmal 100 Kupfer bekommen.
Ach ja, stimmt ja, die Eisenspitzhacke hält ja gar nicht so lange. Ach, verdammt. Ich sehe schon wieder Pfeile rumschießen hier. Komm mal her, mein Freund. Denn das hier ist meins. Nice. Gut. Da ist die Spitzhacke dann auch bald weg. Ich sehe schon nicht mal mehr was Rotes. Wow. Aber leider bloß ein Einzelner, naja. Gut, dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Stirb halt. Stirb. Danke. Erstmal ein bisschen weiter ausleuchten hier. Oh ja, siehst du, hier ist eine ganze Menge sogar. Guter Stuff. So. Ganz ehrlich, so gut wie wir uns schlagen, können wir tatsächlich doch dieses gute Zeug hier mitnehmen. Oh, einmal Rainbow-Ohr. So, Fackel brauchen wir definitiv ein paar mehr. Danke. Und essensmäßig packen wir noch mal die 25 Äpfel hier ein. So. Also bald können wir echt unsere ersten Mäsewerkzeuge bauen. Na gut, mittlerweile, also die ersten Mäsewerkzeuge können wir schon lange, lange bauen, aber mittlerweile haben wir sogar so viel, dass wir fast verschwenderisch sein könnten, uns sogar eine Mäserüstung zu bauen. Was ist denn da? Dungeon Master! LOL! Die gibt's hier auch. Wie cool ist das denn bitte? Oh, und ein Mesemonster ist hinter mir. Oder nicht runter? Ach. Natürlich fällt erstmal runter. So, dann bist du erstmal dran. Wow. Fragment, der kann durch den Boden durchschießen? Tatsächlich, der kann durch den Boden durchschießen. Alter, was ist mit dir los? Das ging aber schnell. Oh, der hat ein paar Diamanten fallen lassen. Ein bisschen Meter fallen lassen und ein paar Fragmente. Not bad. Ach ja, Monster Hunting ist immer noch das Geilste. Gut, unsere Rüstung hat nicht so viel Schaden davon abbekommen. Hätte jetzt echt gedacht, dass die. Oh,
dass die wesentlich mehr Schaden bekommen hätte bei dem Dungeon, da er uns ja ein paar Mal getroffen hat und die Dungeon Master machen ordentlich Schaden. Alter, wie viel Mehl hier? Holy shit. Aber unsere Rüstung macht gut mit. Also. Oh, das ist der Diamant. Diamant! Also läuft schon echt gut mit der Rüstung. Kommt hier so ein Zombie angelaufen, Alter. Ich hole hier die Fläche einfach ab, weil hier gerade so viel davon ist. Nicht, dass ich das später doch noch irgendwie brauchen und dann, ach, hätten wir doch mal mitgenommen. Jetzt bietet sich hier gerade einfach an. Du musst noch mal wissen, Obsidian. Besen meine ich doch. Spaß. Ich glaube, ich habe hier gerade noch was gesehen. Dungeon Master wäre mir lieber. Die geben jetzt ordentlich Loot. Aber auch nur die grünen, ne? Die grünen Dungeon Master sind die einzigen, die wirklich extrem guten Loot geben. Die ganzen anderen Dungeon Master, die geben halt irgendwelches Billo-Zeug, keine Ahnung. Aber die grünen Dungeon Master, die geben, wie gesagt, in der Regel, also entweder Diamanten, Mese oder Mese-Fragmente. In der Regel aber eine Kombi aus mehreren davon. Wenn du Glück hast, sogar alles drei. Von daher. Gut, jetzt schießen hier die Skelette gerade etwa gegenseitig ab. Digga, ein Schlag, die Dinger sind weg. Oder die sind doch einfach so weg. Danke dafür. Ja, mittlerweile finden wir hier auch gut Diamanten. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist Kupfer. Das Zeug hier. Das ist schon wieder so ein komischer Wasserfall. Oh, Diamanten. Oh, ist eine richtige Ader. Sehr schnieke. Ah, fast aber schon. Schade. Guck mal, da hinten war wir. Ich kombiniere, wir drehen uns im Kreis. Das ist nicht so gut. I guess.
Ja, also ich glaube mittlerweile wirklich echt miese Rüstung willkommen, ne? Das ist ja hier. Not bad at all. Irgendwas fliegen sehen? Schon wieder irgendein Monster? Oh, da ist Abgrund. Rainbow Ore. Ja, eben, Nyan-Cats gibt es hier sowas? Nee, ne? Sonst hätten wir ja schon längst eine gesehen. Bei so einem großen Raum. Gut, außer sie haben die Spawn-Wahrscheinlichkeit sehr weit runtergesetzt. Kann natürlich auch sein. Ja, mittlerweile haben wir ein bisschen was am Kupfer, ne? Ja, also ich bin dafür, wir bauen uns jetzt dann eine Mese-Rüstung, sobald wir wieder zu Hause sind. Und Dia-Werkzeuge. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Weil wir haben mittlerweile von beidem relativ viel. Und von. Oh, Alter, 55. Ja. So viel zum Thema relativ viel. Wir haben ganz viel. Da hinten läuft was rum. Ich habe noch nicht genau gesehen, was da rumläuft. Bitte sei Dungeon Master. Ah, wer weiß. Wenn er was von uns will, wird er sich schon melden. Das weiße Salz oder was? Hier ist ja gerade was rumgelaufen. Ach, so wieder schon wieder Skelett. Ach, die kriegen Wasserschaden. Ah, verstehe. Deswegen ist der Föhn einfach so umgefallen. Weil dieses hässliche schwarze Wasser ist doch ekelhaft. Wer macht denn sowas?
Ja, also mittlerweile haben wir echt gut Kupfer gescheffelt. Hier geht's gut runter. Ich würde mal sagen, wir machen hier erstmal Homepunkt und laden uns mal ein bisschen aus. So, naja, hier können wir mittlerweile etwas wegwerfen. Ja, wenn wir sagen, nächste Folge, dann zu Ende Inventar ausräumen. Na, ich weiß noch nicht, ob wir dann Rüstung bauen, weil noch haben wir fast eine komplette Rüstung. Mal schauen. Bis dann.